Grüß euch, ich bin's wieder, euer Fahrlehrer Simon. Die meisten kennen uns ja vielleicht schon. Heute im Schnell erklärt schauen wir uns an, wie das abläuft mit den Geschwindigkeitsausnahmen im Ortsgebiet. Da kommt es ja manchmal ein bisschen zu Verwirrungen und um welche Schild es sich da handelt, das seht ihr jetzt da gleich auf der rechten Seite. Hall in Tirol, darunter 40. Mit der Ausnahme 171 und 77. Damit ich euch das jetzt in Ruhe erklären kann, schauen wir uns da jetzt ein paar Fotos dazu an, damit man das einfach besser erkennen kann. Und zwar auf dem ersten Foto, da haben wir jetzt nochmal das Schild Hall in Tirol mit 40er drunter und dem ausgenommenen Schild 171 und 77 Löfflerweg. Das heißt, prinzipiell darf man ja in die Ortsgebiete 50 fahren, wenn nichts angeschrieben ist. In Hall wollen sie aber, dass man nur einen 40er höchstens fährt. Das heißt, wenn in Hall kein Geschwindigkeitsschild steht, dann müssen wir wissen, dass man nur 40 km/h höchstens fahren darf. Ausgenommen seien jetzt eben diese Straße 171 und die Straße 77. Auf diesen beiden Straßen darf man jetzt den regulären 50er höchstens fahren. Nur ist jetzt die Frage, wie findet man aus, ob man auf der 171 oder auf der L77 sein. Da müssen wir uns jetzt anschauen, ob man am Straßenrand so kleine Wegweiser, die werden auch Kilometersteine genannt, finden. Das seht ihr jetzt hier in der Slow-Motion-Aufnahme. Da kommt so ein kleines blaues Schild auf der rechten Seite. Genau hier müsste man es jetzt sehen. Und auf dem Wegweiser oder Kilometerstein sehen wir jetzt zwei Angaben. Die große Angabe, das ist eben die Kilometerbeschreibung, also die genaue Position, wo wir uns befinden. Und da ganz klein daneben rechts steht B171. Genau das, was für uns wichtig ist oder was im Straßenverkehr wichtig ist, das steht leider klein rechts daneben. Also ihr müsst nach den schrägen kleinen Ziffern suchen, was da rechts stehen. Die großen Ziffern sind eher uninteressant. Die braucht man dann wirklich nur, wenn man eine genaue Position geben möchte. Beim nächsten Bild, da haben wir jetzt das Gleiche, nur in weiß-schwarz. Weiß-schwarz bedeutet, dass es sich um einen Wegweiser für eine Landesstraße handelt und blau-weiß, wie wir es vorher gesehen haben, da hat es eben um eine Bundesstraße gehandelt. Zusammenfassend ist jetzt wichtig für euch, wenn ihr in ein Ortsgebiet hineinfahrt, wie gesagt, eben in diesem Beispiel mit Hall, und es steht darunter ein 40er, dann wisst ihr, okay, in diesem Ortsgebiet Hall dürft ihr höchstens 40 km/h fahren und darunter die Ausnahme gibt auch aber Auskunft, dass ihr auf diesen Straßen eben den regulären 50er fahren darfst. Also haltet Ausschau nach solchen Ortsschildern, wo ihr einen Ortsanfang habt, eine Geschwindigkeitsbeschränkung und eine Ausnahme dazu. Achtet auch, ob am Straßenrand solche Kilometersteine findet oder so Wegweiser, damit man sich da einfach ein bisschen besser auskennt. Und wie gesagt, wenn man das einmal gesehen hat oder einmal weiß, dann bleibt es ja für eine relativ lange Zeit so und dann muss man sich nicht immer neu orientieren. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich wünsche euch ein feines Tagel. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.